Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends News Update. Ich habe eine brandheiße Information für alle, die auf Crossplay stehen. Und zwar gibt es frische Dataminer Leaks, die nicht mal 2 Tage alt sind. Und zwar hat man jetzt in den Quellcodes etwas gefunden, was darauf hinweist, dass es eventuell bald schon, vielleicht in Season 3, Crossplay geben könnte. PC ist leider ausgenommen. Was heißt leider? Ich finde es eigentlich ganz gut. Also quasi zwischen PlayStation und Xbox soll es wohl eventuell bald eine Funktion geben, Crossplay möglich zu machen. Ich finde das gut, dass es auf PC nicht möglich ist. Allerdings sollte es mal eine Option geben, wenn das denn ins Spiel kommt. Kann man das ja so einbinden, dass man in eine Option sagt, pass auf, ich möchte nur Xbox und PlayStation miteinander koppeln und nicht auf PC-Spieler treffen. Dann würde ich das auch gut finden, wenn man die Option Freiheit zu sagen, pass auf, ich würde auch gerne mal gegen PC-Spieler spielen. Ansonsten würde ich das nicht so cool finden. Ich bin gespannt, ob es in Season 3 vielleicht schon mehr Informationen dazu geben wird. Mehr ist aus den Leaks zurzeit leider nicht rauszulesen. Wie gesagt, die hat man jetzt vor nicht mal 1,5, 2 Tagen erst entdeckt. Deswegen könnte sein, dass da viel, viel Wahrheit dran ist. Werden wir sehen. Ich bin gespannt, ob es so kommt. Lasst euch in den Kommentaren aus, was ihr von Crossplay haltet. Bock auf mehr Informationsvideos, was Apex Legends betrifft, Livestreams und Tipps und Tricks Videos, seid ihr bei mir genau richtig. Lasst also einen Daumen und ein Abo da, falls ihr neu sein solltet. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und heute tagesaktuell, heute Nachmittag, gibt es einen Livestream von mir. Das war's. Adieu. Ciao.